diesem einen Jahr nehmen wir rund ein Viertel der gesamten Bundesschuld der letzten 70 Jahre auf, um die Illusion zu erhalten, Corona kostet keinen Arbeitsplatz und Corona hat keinerlei Auswirkungen oder die Lockdown-Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf den Wohlstand in diesem Land. Hallo, liebe Zuschauer und Freunde, hier wieder Spaniels Woche, der Rückblick auf die Plenarwoche. Ja, man kann, glaube ich, sagen, in dieser Woche das allumfassende und am meisten bewegende Thema, das war die vierte Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Was beinhaltet diese? Diese beinhaltet vor allen Dingen eine wesentliche Neuerung, dass es ein Bundesgesetz nun ist und dass in diesem Bundesgesetz nun unter anderem Dinge wie Ausgangssperre automatisch greifen, wenn ein Indikator eintritt. Und dieser Indikator, das ist der sagenumwobene Inzidenzwert. Das ist, wenn man es genau nimmt, ein Freibrief für die Regierenden. Es liegt nun sehr viel Macht in ihren Händen, jederzeit in diesem Land einen Ausnahmezustand ausrufen zu können. Und nichts anderes ist es, wenn man von Ausgangssperren redet. Zum Vergleich, Ausgangssperren ist das, was Personen im offenen Vollzug genießen dürfen. Und genau das gilt nun für alle Bürger dieses Landes, wenn besagte Kriterien erfüllt sind. Und das Kriterium, was man hier heranführt, ist ein Inzidenzwert. Was ist daran das Problem? Fragen sich jetzt einige. Ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen. Wenn wir ein Virus da draußen hätten, das dramatisch und schlimm wäre, wie es beispielsweise Ebola oder Milzbrand oder die Pocken wären, dann können Regelungen, Notstandsregelungen einer Regierung zum Schutz des Überlebens weiter Teile der Bevölkerung durchaus mit der Einschränkung von Freiheitsrechten konkurrieren und durchaus auch drastisch ausfallen. Wir haben aber eine Notlage, pandemische nationale Notlage, die dazu führt, dass es praktisch keine erkennbare Übersterblichkeit in Deutschland in 2020 gab und auch 2021 nicht. Das heißt, das Problem ist, ohne es kleinreden zu wollen, in sehr überschaubaren Bahnen. Und dafür Notstandsgesetze in diesem Land zu installieren und der Regierung das Heft des Handelns quasi solitär in die Hand zu geben, ist sehr schwierig. Und das lehnen wir als Partei vollständig ab. Warum? Sie als Bürger können gegen die Verhältnismäßigkeit dieser Regeln nun nicht mehr vor Verwaltungsgerichten klagen. Sie müssen zum Bundesverfassungsgericht. Und die wenigsten von Ihnen werden das tun. Infolgedessen hat man gleich eine wichtige juristische oder die wichtige juristische Korrektivkraft ausgehebelt. Und genau das ist diese Woche passiert. Wir als AfD-Fraktion haben auch keine Änderungseinträge zu diesem Gesetzpaket eingebracht. Warum? Wir halten dieses Gesetz, die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, an dieser Stelle für vollständig falsch. Und wir sehen es nicht ein, hier Änderungsanträge zu bringen, die aus einem völlig falschen Gesetz ein etwas weniger falsches Gesetz machen. Andere Fraktionen ging es teilweise nicht weit genug in der Opposition und wiederum andere haben kleinere Änderungen moniert. Und da bin ich der Meinung, das wird der Wähler an der Urne später im Jahr beurteilen müssen, welche Partei sich konsequent für Freiheit und Eigenverantwortung ausgesprochen hat. Und das war die AfD. Und sonst war es keine Partei. Es gab noch mehr Themen in dieser Woche, auch aus dem Verkehrsbereich. Da hatten wir einerseits das Seelotsgesetz. Da geht es darum, dass die Bundesregierung moniert, dass wir einen mangelnden Nachwuchs an Seelotsen haben. Und aus diesem Grund nun der Seelotsberuf zu einem Ausbildungsberuf werden soll. Tatsächlich, und das haben wir recherchiert, und das wird mein Kollege Andreas Mosek hat das auch im Plenum schön dargestellt, tatsächlich ist es nicht so, dass es ein Problem gibt am Nachwuchs. Es ist vielmehr so, dass man hier ein Gesetz einführen will mit einem Ausbildungsberuf, das aus einem Kapitänspatent mit Erfahrung, das heute der Fall ist, tatsächlich eine regulierte Ausbildung machen will. Wir lehnen das ab. Wir halten es für unverantwortlich, dass große Seeschiffe in deutschen Gewässern, da geht es vor allen Dingen um kritische Gewässer, die Anfahrten zu Hafen in der deutschen Bucht, ist natürlich eine sehr kritische seemännische Aufgabe. Und wir wollen nicht, dass diese von Personen, die einen Ausbildungsberuf und eine sehr kurze Erfahrung auf hoher See gewonnen haben, diese Schiffe verantwortlich führen, sondern wir wollen, dass es so bleibt, wie es bisher ist. Erfahrene Seeleute sollen dort als Seelotsen arbeiten.
wenn es dafür nicht genügend Nachwuchs geben sollte, dann muss es andere Wege geben, diese Position zu besetzen. Es kann nicht sein, dass wir das in die Hände geben von Personen, die eine sehr kurze, sehr knappe Ausbildung durchlaufen haben. Und deshalb haben wir dieses Gesetz, den Gesetzentwurf der Bundesregierung, zu diesem Thema abgelehnt. Kleine Anekdote noch nebenbei. Gerade der FDP-Vertreter hat immer von einem Seelotsinnen- und Seelotsengesetz gesprochen. Ich füge an dieser Stelle hinzu, aktuell gibt es keine weiblichen Seelotsen. Ein weiteres Thema diese Woche war die Haushaltsdebatte. Und da gab es diese Debatte jetzt momentan in den Ausschüssen. Und wir können eines sehen und festhalten. Viele von Ihnen fragen sich ja, wo kommt eigentlich der Wohlstand her? Der Wohlstand, den wir immer noch haben, obwohl tatsächlich dieses Land sich weitgehend in einer Arbeitsniederlegungsphase, einem Lockdown befindet. Nun, wir haben die Antwort dafür. Aus Unternehmenshilfen und aus Vergünstigungen, aus Kurzarbeitergeld. Nur wo kommt das her? Ich will es Ihnen sagen. Der Bundesfinanzminister, die Bundesregierung schlägt vor, für dieses Jahr 240 Milliarden neue Schulden aufzunehmen. 240 Milliarden neue Schulden. Das sind so unvorstellbare Summen, das muss man in Relation setzen. Die gesamte Bundesschuld betrug 2019 ungefähr 1 Billion. Und in diesem einen Jahr nehmen wir rund 1/4 der gesamten Bundesschuld der letzten 70 Jahre auf, um die Illusion zu erhalten, Corona koste keinen Arbeitsplatz und Corona hat keinerlei Auswirkungen oder die Lockdown-Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf den Wohlstand in diesem Land. Das ist natürlich Unsinn. Wir werden auch diesen Haushaltsentwurf in dieser Form natürlich nicht zustimmen können. Und eins ist auch klar, wir wollen eine seriöse Finanzierung unseres Bundes und wir wollen auf gar keinen Fall eine Finanzierung mit unvorstellbaren Schulden für die nächsten Generationen. Und genau das passiert gerade. Und diese ganze Illusion davon, dass uns dieses Lockdown-Thema kein Geld kostet und wir das locker finanzieren können, die wird zusammenbrechen, spätestens nach der Bundestagswahl. Und dann kommen die Fantasien der Linken und Grünen, die dieses Land mit Umverteilung finanzieren wollen. Umverteilung bedeutet, ganz platt gesprochen, Umverteilung von Vermögenden zu weniger Vermögenden. Und da gibt es auch konkrete Pläne. Da gibt es Leute, die stellen sich vor, bei den Linken beispielsweise, dass sie zukünftig 5% Vermögensteuer auf ihr gesamtes taxiertes Vermögen im Jahr zahlen müssen. Wir bleiben für Sie am Ball. Ich werde es weiter kritisch kommentieren und beobachten, was hier an apokalyptischen Umverteilungsszenarien, die ins Sozialistische gehen, in diesem Land geplant ist. Und denken Sie immer daran, wer mit diesen Parteien koaliert, der macht sich mitschuldig an dem Ende der sozialen Marktwirtschaft. Ja, und zum Abschluss noch etwas aus dem nichtparlamentarischen Raum. Manche von uns wägen sich ja in der Illusion, dass Wissenschaftler bei uns hier frei sagen können, was sie denken, was sie wirklich auch tatsächlich beizutragen haben. Und da gab es jetzt einen Wissenschaftler, Dr. Gerard Krause, der hat tatsächlich eine kritische Meinung zu der Corona-Regelung und zu den Inzidenzwerten gehabt und wollte die gerne veröffentlichen. Und das ist ihm von seiner Forschungsgesellschaft, der Helmholtz-Gesellschaft, verboten worden. Mit der Begründung, dass man sich selbstverständlich neutral und seriös äußern müsse. Also eine Äußerung, die gegen die Leitlinie der Regierung ist zum Thema Corona, ist eine nicht neutrale, seriöse Äußerung. Ich könnte das noch verstehen, wenn es gar keine Äußerung zu diesem Thema gäbe. Aber zwei seiner Kollegen haben gerade im Januar dieses Jahres das sogenannte No-Covid-Papier unterzeichnet. Auch von der Helmholtz-Gesellschaft. Und dieses Papier ist, wenn man sich es durchliest, sehr klar geprägt. Und die wissenschaftlichen Aussagen da drin deuten darauf hin, dass die Wissenschaftler eben gerade hier eine ganz klare Verstärkung der Regierungspolitik bezüglich der Corona-Maßnahmen fordern. Und wenn nun ein Kollege dieser beiden eine konträre Meinung vertritt und die veröffentlichen möchte, dann geht genau das nicht. Das sagt diese Gesellschaft. Das sagt viel aus über den Einfluss von Politik und Finanzierung in unsere Wissenschaftsinstitute hinein. Es gibt eben gerade genau diese freie Meinungsäußerung in der Wissenschaft offensichtlich so nicht mehr. Ich persönlich finde das einen skandalösen Fall und ich kann Ihnen sagen, dass genau das das Ende der freiheitlich-demokratischen Debatte und gerade auch der Wissenschaftsdebatte ist, wenn nur noch einseitig politisch opportune Meinungen zugelassen und veröffentlicht werden und andere eben
mit Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie sich entgegen der kritischen oder wenn sie sich kritisch entgegen der politischen Meinungsäußerung der Regierung stellen. Uns fehlt der Diskurs, uns fehlen die Argumente. Es ist unsere Aufgabe, das aufzudecken, und das mache ich hiermit. Und deshalb war mir das an der Stelle nochmal wichtig. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem kleinen Podcast und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder zuschauen. Vielen Dank.